Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde sogar, dass es irgendwo meine Pflicht ist, das zu tun, was ich mache. So wie es du auch gesagt hast, also passiert mir ganz oft, dass die Menschen sagen, wie eigentlich, ja, und warum eigentlich, ja. Und da steckt schon was dahinter. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute haben wir einen internationalen Podcast und zwar international deshalb, weil ich mit dem österreichischen Arzt, Mediziner Dominik Klug spreche. Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Wir wollten eigentlich einen Präsenz-Podcast machen, weil Dominik hier im Ruhrgebiet bzw. im Niederrhein eine Fortbildung hatte in Düsseldorf. Die ist aber aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt worden und so haben wir uns für den Podcast auf die bewährte Art und Weise via PC, via Zoom entschieden. Der Qualität und vor allen Dingen den Inhalten dieses Podcasts tut das aber überhaupt keinen Abbruch, weil Dominik jemand ist, der wirklich einen sehr gut mit auf die Reise nehmen kann. Der Podcast wird hier im Business Talk auch unter Mindful Doctor laufen, weil er sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit und sehr viel mit dem Thema Beschäftigung mit der eigenen Person zu tun hat. Und das nicht im Sinne des Egos, sondern ganz im Gegenteil, sehr im Sinne der Gemeinschaft. Bevor wir aber auf den Podcast und das Interview kommen, möchte ich Dominik noch mal kurz persönlich vorstellen. 2017 hat er an der Medizinischen Universität Innsbruck sein Studium beendet und er hat dann darüber hinaus sehr viel für eine Gemeinschaft getan. Zum Beispiel hat er aus seinem Studium heraus das Projekt Teddybär Krankenhaus begleitet, also Krankenhäuser, in denen kleine Kinder Teddybären bekommen, damit sie die erste Sorge, die erste Angst vom Krankenhaus, der Medizin, ihrer Krankheit verlieren. Ein ganz tolles Projekt. Darüber hat er auch ein Buch verfasst, ein Teddybär Krankenhausbuch, weil er Erlöse als Spende eben auch an diese Krankenhäuser gehen. Er hat ein E-Book geschrieben, praktische Hilfe und Hinweise für Medizinstudenten. Er hat einen Poetry Slam Medical Poetry Slam Podcast gemeinsam mit einem Kollegen groß gemacht. The Visit heißt er. Ist auch ein schwieriges Wort. The Visit. So, jetzt ist besser. Und er ist einfach sehr, sehr engagiert unterwegs. Wie gesagt, nicht nur im eigenen Interesse, sondern insbesondere für die Gemeinschaft. Das ist auch eine Leidenschaft von ihm, für andere etwas zu tun. Genau wie eine weitere Leidenschaft ist von ihm das Thema Podcasting und das Thema Sprechen auf der Bühne. Denn das Thema Podcasting hat ihn dann so begeistert, dass er 2019 einen eigenen Podcast aufgelegt hat, nämlich den Daily Med Podcast. Den werden wir natürlich auch verlinken, genau wie seine Bücher oder das Buch. Und bei seinem Podcast geht es ihm eben um das Thema Fitness, Gesundheit und Medizin. Heute ist er seit anderthalb Jahren auf dem Weg zum Facharzt für Radiologie und ist da dort an einem Krankenhaus am Vorarlberg, glaube ich, beschäftigt. Ja, Dominik beschreibt sich selber als Arzt, Autor, Podcast-Host und Speaker. Wir haben über das Thema Gesundheitsinfluencer gesprochen, da könnt ihr euch gleich nochmal selber ein Bild von machen. Er sagt, privat ist er Optimist, ein fröhlicher und offener Mensch, zielstrebig und hilfsbereit. Und Persönlichkeitsentwicklung steht für ihn im Vordergrund. Er ist stets bemüht, die beste Person von sich selbst zu werden und stellt dabei hohe Ansprüche an sich und sein Leben. Und darüber spreche ich heute mit ihm im neuen Business Talk Podcast. Es hört genau zu, es ist viel, viel für euch dabei. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Danke nochmal, Dominik, und jetzt rüber zum neuen Business Talk Podcast. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute ein besonderer Podcast in einer besonderen Zeit. Corona
ist sowohl in, ja, eigentlich weltweit unterwegs. Und der Dominik und ich, wir wollten uns eigentlich persönlich treffen heute, beziehungsweise gestern hatten wir uns dann eigentlich getroffen, weil Dominik eine Fortbildung hat, eine Weiterbildung im Ruhrgebiet. Und wir hätten uns gerne getroffen. Jetzt haben wir einen klassischen Videopodcast aufgenommen. Also erstmal, Dominik, ich finde es super, dass das geklappt hat mit uns beiden. Herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Ja, lieber Oliver, ich finde es auch richtig cool, dass wir das jetzt auf diese Art und Weise managen können. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich sage es nochmal, ich habe es schon off-air sozusagen gesagt. Vielen Dank für deine Arbeit und das, was du machst. Da steckt ganz viel dahinter. Und ja, it's a big pleasure to be here. Ja, kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Wir kommen jetzt gleich auch ein bisschen mal auf dich zu sprechen, denn darum geht es ja eigentlich hier heute um dich und um das, was du mit der Medizin tust. Bei mir geht es ja im Podcast insbesondere auch darum, wie man also aus einer eigenen Motivation, aus einer eigenen Tätigkeit heraus agieren kann, wie man unternehmerisch vielleicht auch denken kann, auch wenn man, wie du, ja noch am Krankenhaus tätig bist, aber wie baust du alles auf, was mit dir zu tun hat? Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich sehr. Ich steige mal ein mit der Frage, wer ist Dominik Klug? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, wer ist Dominik Klug? Ein Mensch, würde ich jetzt mal sagen, der einfach früh schon begriffen hat, dass er sehr gerne oder dass er unbedingt das Beste und das Meiste aus seinem Leben herausholen möchte. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, jetzt mal um das Ganze privat mal zu starten. Ich habe aber auch sehr früh gemerkt, dass ich ein sehr sozialer Mensch bin, dass ich früh immer versucht habe, meinen Mitmenschen zu helfen. Das hat schon in der Schule gestartet, egal ob es um Hausaufgaben ging oder darum, irgendwie Konflikte zu lösen. Also da habe ich schon recht früh bemerkt, dass ich da irgendwie ein Bedürfnis hatte, auch zu helfen. Von dem her war es dann auch irgendwie klar, sage ich jetzt mal, dass ich einen Beruf ergreifen werde und möchte, bei dem ich Menschen irgendwie in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Dazu kommt noch meine Eigenschaft des überdimensionalen Optimismus, sage ich jetzt mal, das mich einfach so prägt. Ich würde sagen, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ja, was manchmal zu spannenden Situationen führt, gerade diese Mischung aus oder diese Kombination aus Optimismus und Ehrlichkeit. So viel zum Privaten. Ich bin aber auch, das darf ich nicht vergessen, ich bin Familienmensch auch auf jeden Fall. Ja, ich verbringe sehr gerne sehr viel Zeit mit meinen Eltern, mit meinen Freunden. Meine engsten Freunde zähle ich auch so ein bisschen zu meiner Familie, sage ich jetzt mal. Und das ist mal das Private. Beruflich würde ich mich beschreiben als vielseitig eigentlich. Ja. Also ich bin per Definition Arzt, mache seit 2 Jahren, noch nicht einmal 2 Jahre, seit 14 Monaten meine Radiologieausbildung, bin also klinisch tätig. Darüber hinaus habe ich aber auch schon recht früh bemerkt, dass ich gerne Projekte umsetze, dass ich gerne so ein bisschen, Projekte aufschnappe, ein bisschen Gedanken aufschnappe und versuche daraus einen Plan zu machen und dann noch eine Aktion zu setzen. So entstand zum Beispiel auch das Teddyberg Krankenhaus noch während meines Medizinstudiums. Es ist eine Charity-Aktion weltweit durchgeführt. Die gibt es schon ganz lange, schon knapp 30 Jahre. Und die haben wir da während meines Studiums mit meinem Team gemeinsam nach Vorarlberg geholt. Und dann bin ich so ein bisschen in den Infotainment-Bereich reingerutscht. Und ich denke, da hast du dann jetzt auch die ein oder andere Frage an mich. Mittlerweile habe ich so wie du auch einen Podcast, versuche da über Gesundheit, über Fitness zu informieren, mache sehr viel Aufklärungsarbeit, bin auf Instagram sehr aktiv, also das geht in ganz viele verschiedene Richtungen. Ich habe natürlich in dem Intro für dich, also in der Vorstellung, in der persönlichen Vorstellung schon sehr viel über dein Wirken erzählt. Trotzdem ist es mir nochmal wichtig, so 2, 3 Dinge aufzugreifen. Bevor ich das aber tue, möchte ich einen Satz nochmal mit aufnehmen, den du mir geschrieben hast, als ich dich gebeten habe, so ein bisschen was über dich persönlich zu schreiben, weil ich das immer wichtig finde. Und zwar hast du geschrieben, dass du
also all das, was du gerade beschrieben hast, hast du schon gesagt. Also du bist ein Familienmensch, du bist Optimist, du bist sportlich, stehst für Gesundheit, du bist auf Instagram und so weiter und so weiter. Du hast aber auch geschrieben, dass es für dich wichtig ist, eine Stunde am Tag alleine zu sein. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil das heißt ja immer, dass es auch um dich geht. Und ich finde, das vergessen eben viele. Wir haben wir hier im Business Talk Podcast oder mit vielen anderen spreche ich eben auch über das Thema Mindfulness, also Achtsamkeit, gerade im medizinischen Kontext. Kommt das daher oder hast du das immer schon für dich gewollt, auch mal ein bisschen alleine sein? Sehr gute Frage und ich bin richtig happy, dass du das aufgegriffen hast. Ich habe das am Anfang relativ unbewusst gemacht und mache es aber mittlerweile sehr bewusst. Ich glaube, dass es sogar eine wichtige Säule ist für Gesundheit. Und der Grund ist der, dass wenn man wirklich alleine ist, eine Stunde am Tag, also wirklich alleine, das heißt nicht nur alleine daheim sitzen und dann irgendwie telefonieren oder Fernsehen schauen oder sonst was, sondern wirklich mit sich selbst, dann fängt man an, mit sich selbst zu beschäftigen und man erkennt so das ein oder andere Thema oder die ein oder andere Eigenschaft an sich, mit der man vielleicht am Anfang nicht ganz d'accord ist, sondern wo man sagt, ja, okay, man lernt halt auch mal so die Schattenseiten, sage ich jetzt mal, quote unquote, an sich kennen und man taucht dann da hinein und man lernt sich immer besser kennen und man lernt dann auch immer mehr sich selbst als Mensch, ich sage jetzt mal das Wort zu lieben, ja, das ist jetzt aber schon richtig hochgestapelt, sage ich jetzt mal, und das ist ein Prozess, das Ganze. Und das ist ein sehr interessanter Prozess. Ich bin noch nicht am Ende angelangt, sage ich auch gleich. Ja, ich bin noch relativ jung, also ich möchte da nicht sagen, dass ich schon das ganze Leben verstanden habe. Ganz im Gegenteil. Ich lerne jeden Tag dazu und ich lerne jeden Tag neue Dinge über mich selbst. Und ich kann das nur jedem empfehlen, das auch zu tun, weil daraus einfach ganz, ganz tolle und ja manchmal auch unvorgesehene Dinge geschehen. Ich finde das sehr schön und du bist tatsächlich jung, also von daher finde ich, das ist ja auch eine Generation von Medizinern, die da heranwächst jetzt. Ich würde mal sagen, also mit denen ich spreche, jetzt gibt es nicht so viele internationale Gäste, aber mit denen, die ich spreche, die sehen das über die Grenzen hinaus alle ähnlich, dass sie sagen, es ist total wichtig, auch was für sich zu tun, an sich zu denken und vor allen Dingen früh im Leben auch damit anzufangen. Gerade wenn man so aktiv ist, wie du zum Beispiel, der ja viele, viele Dinge gleichzeitig und parallel macht, ist es unglaublich wichtig, sich die Zeit zu nehmen, sich zurückzunehmen und auf sich selbst zu besinnen. Und ich finde es schön, dass du sagst, ja, vielleicht sich auch selber ein bisschen lieb zu haben oder Selbstliebe hört sich immer so komisch an, aber an sich zu denken und auch was für sich zu tun. Ich glaube, dann ist die Energie, die dahinter steht, noch viel größer. In dem, was du so gemacht hast, du hast gesagt, du machst seit knapp anderthalb Jahren deine Ausbildung zum Radiologen. Nachdem du 2017, glaube ich, dein Studium beendet hast, hast du aber während des Studiums und auch danach nicht nur deine Arbeit als Mediziner gelebt und bist danach gegangen, sondern du hast viele Projekte im sozialen Bereich angestoßen, also zum Beispiel, du hast gerade schon gesagt, das Thema Teddyberg Krankenhaus, da sprechen wir gerne nochmal drüber. Dann hast du aber auch darüber hinaus dafür gesorgt, dass deine Kommilitonen, also Studenten oder auch diejenigen, die noch in der Ausbildung sind, du hast sie mit E-Books versorgt, mit kostenlosen E-Books, also um zu sagen, ich möchte gerne anderen helfen, möchte Hilfestellung geben, vielleicht von den Erfahrungen, die ich selbst gelernt habe. Du hast weiterhin einen der, glaube ich, oder den größten Mediziner Poetry Slam in Österreich mit organisiert. Auch wieder, vielleicht kannst du da auch gleich nochmal was zu sagen, auch wieder aus einer Sache heraus, die dich einfach begeistert hat, dann ist dieses erste Buch entstanden aus der Aktion mit den Teddybären, die ich ganz großartig finde. Wir können gleich mal abgleichen. Ich habe auch mal vor einigen Jahren was mit Teddybären gemacht, beziehungsweise nicht ich, sondern die Organisation, mit der ich das zusammen, also. Und dann hast du jetzt im letzten Jahr neben deiner beendeten Ausbildung Medizin jetzt das Studium beendet, hast eben auch noch deinen, man sieht es im Hintergrund, Daily Med Podcast gegründet, um da auch wieder Content weiterzugeben. Das ist ja alles etwas, wo man sagen kann, okay, hat er nicht genug zu tun oder ist das etwas, was so aus dir kommt, dass du sagst, so bin ich einfach. Ich möchte gerne mein Wissen auch weitergeben und gehe damit auch gerne an die Öffentlichkeit. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden weiterfragen, aber ich muss jetzt auch mal aufhören zu reden. Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde sogar, dass es irgendwo meine Pflicht ist, das zu tun, was ich mache. So wie du auch gesagt hast, also passiert mir ganz oft, dass die Menschen sagen,
wie eigentlich, ja, und warum eigentlich, ja, und da steckt schon was dahinter. Also erstens, wie gesagt, es ist irgendwo auch meine Pflicht, das zu tun, was ich tue, weil ich der Meinung bin, dass ein Arzt oder dass ein Mediziner auch eine gewisse Aufklärungspflicht hat, beziehungsweise eine gewisse Pflicht hat, die Menschen zu informieren. Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist das natürlich doppelt wichtig, aber auch sonst. Und wir haben ja auch, ich sage es jetzt mal ganz dramatisch, einen Eid geschworen, ja. Mhm. Und ich denke, es gehört auch zu unseren Aufgaben, dass wir den Menschen helfen, dass wir sie informieren. Und zwar nicht erst dann, wenn die Krankheit schon da ist, sondern auch ihnen zu zeigen, gut, wie kann man eigentlich gesund bleiben? Das muss nicht jeder machen. Also ganz im Gegenteil. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt da jeder rausgehen muss, der Medizin studiert hat und irgendwie einen Podcast starten muss. Gott bewahre. Das soll jeder so machen, wie er das für richtig hält. Mein Zugang ist eben der und ich sehe da auch eine Möglichkeit, dass ich der Gesellschaft oder den Menschen, die vielleicht jetzt nicht so den Zugang haben oder vielleicht nicht so die finanziellen Möglichkeiten haben, dass sie sich die relevanten Informationen oder gesunden Lebensmittel kaufen etc., dass ich ihnen hier einen kleinen Teil zumindest kostenlos bieten kann und ihnen zumindest Informationen geben kann. Hieraus wiederum entstehen dann so Sachen wie zum Beispiel der Poetry Slam Visite, den ich gemeinsam oder den Lukas Wagner eigentlich gemeinsam mit mir umgesetzt hat. Lukas Wagner ist auch bei uns in Österreich kein Unbekannter, hat den Salzburger Kulturpreis gewonnen und ist auf mich zugetreten und hat gefragt, ob wir da nicht gemeinsam was starten können. Und ja, schlussendlich haben wir jetzt dreimal diesen Medizin-Slam gemacht und wie du schon gesagt hast, der ist wirklich sehr gut angekommen. Und was aber noch viel schöner ist, als dass da so eine hohe Resonanz besteht, ist zum Beispiel, dass wir das Ganze mit einer Charity-Aktion verbunden haben. Das heißt, wir sammeln im Zuge von der Veranstaltung beziehungsweise spenden einen gewissen Teil von den Eintrittsgeldern an eine Familie, die es vielleicht gerade schwer hat oder ein Kind, das vielleicht gerade gesundheitliche Probleme hat und können daran auch wieder unseren Teil zurückgeben. Selbst beim Teddybär-Krankenhaus, da geht es ja auch wieder darum, dass man der Gesellschaft was gibt. Ja, in dem Fall steckt beim Teddybär-Krankenhaus aber noch viel mehr dahinter. Ja, also ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast füllen, alleine was hinter einem Teddybär-Krankenhaus steckt. Wie gesagt, das war nicht meine Idee, leider. Ja, ich wünschte, es wäre meine gewesen, weil das Projekt ist genial und wir haben jetzt gerade auch eine Studie intern durchgeführt und haben geprüft, ob das Teddybär-Krankenhaus eigentlich funktioniert wissenschaftlich, also ob das wirklich das Ziel erfüllt, die Angst vor Krankenhäusern zu reduzieren. Für alle, die das nicht kennen, die Kinder kommen ins Krankenhaus, die bringen ihr verletztes oder krankes Kuscheltier mit, die überlegen sich vorher eine Krankheit für das Kuscheltier und gemeinsam mit den Medizinstudenten oder auch mit Krankenschwester, Schülerinnen und Schüler behandeln sie diese Kuscheltiere und das Ziel ist eben, ihnen diese Angst zu nehmen vor dem Krankenhaus, vor dem medizinischen Personal und dazu haben wir eben auch eine Studie durchgeführt und ich kann schon vorwegnehmen, die Publikation ist zwar noch ausstehend, aber ich kann schon vorwegnehmen, ja, es funktioniert. Und ja, das ist dann einfach auch ein schönes Gefühl, sage ich jetzt mal. Also zusammengefasst, um auch zum Punkt zu kommen, ja, das kommt irgendwo aus mir raus und das macht mir einfach auch riesig Spaß und gibt mir persönlich sehr, sehr viel zurück. Ich finde, das solltest du auch rauslassen. Also auf jeden Fall nicht unterbinden, nicht aufhören damit. Dieses Thema Teddybär-Krankenhaus, ich habe ja gerade gesagt, ich habe da auch eine Erfahrung mitgemacht. Wir haben damals im Rahmen einer Charity-Aktion die Rettungswagen mit Teddybären versehen, so damit der erste Moment, wo ein Kind dann in den Teddywagen, im Krankenwagen kommt, ein Teddybär bekommt, um diese erste Sorge vor diesem ganzen Thema zu verlieren. Ich denke, das geht in die gleiche Richtung. Du hast aber dann auch ein Buch darüber geschrieben. Ist das richtig, dass dann auch wo die Einnahmen auch heute, glaube ich, noch weiterhin den Krankenhäusern oder der Versorgung der Krankenhäuser mit Teddybären zur Verfügung steht. Wie ist es dazu gekommen? Also ist das auch einfach entstanden aus der Situation heraus, weil du so aktiv warst? Absolut. Die Situation war folgende, dass das Projekt ja von Medizinstudenten organisiert wird und nach dem Medizinstudium bin ich per Definition rausgefallen aus dieser Gruppe. Das heißt, ich durfte nicht mehr mitorganisieren. Dann haben mich aber ganz viele Menschen weltweit angeschrieben über Instagram und haben gefragt, wie man denn sowas von null weg aufbauen kann. Weil genauso war es bei uns in Vorarlberg. Wir hatten nämlich keine Medizin-Uni in der Nähe und dementsprechend war der Aufwand auch ein bisschen größer, wie jetzt in einer Stadt das zu organisieren, die eine Medizin-Uni hat, wo man die Studenten quasi einfach abziehen kann, sage ich jetzt mal salopp gesagt. Und
die Menschen haben sich dafür interessiert, wie wir das gemacht haben. Und weil ich nicht jedem quasi die ganzen einzelnen Schritte über Instagram erklären konnte, habe ich mir gedacht, das wäre doch eine Chance für ein Buch. Und habe dann das Buch geschrieben, auf Englisch geschrieben, bewusst auf Englisch verfasst, eben weil die Anfragen international waren. Und habe gesagt, die Info, es ist ein Charity-Projekt, somit wird auch das Buch ein Charity-Projekt. Und alle Gewinne, die daraus entstehen, fließen wiederum in die Projekte Teddybär Krankenhaus im deutschsprachigen Bereich. Ja, finde ich super. Wir werden natürlich auf jeden Fall auch die Verlinkung zu dem Buch in die Shownotes mit reinnehmen, auch die Verlinkung auf deine Seite, weil da kann man sich nochmal ein bisschen mehr informieren über das Thema, über das Buch. Da steht alles drauf, also unter dominikklug-zusammengeschrieben.com. Auch die Verlinkung werden wir natürlich in die Shownotes nehmen, damit man sich auch über dieses Thema nochmal informieren kann. Jetzt bist du ja als Mediziner im Krankenhaus tätig und du bist aber gleichzeitig auch als Mediziner, als Influencer, sage ich mal, will nicht Medical Influencer sagen, weil der Begriff ist ja belegt, also von jemand anders belegt. Und du bist als im Bereich Social Media unterwegs. Auch da gibt es ja immer ganz unterschiedliche Meinungen zu. Warum muss man das machen? Warum bin ich sichtbar? Aber gibt es einen Grund für dich, warum du gesagt hast, ich möchte diesen Weg gehen? Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du das Wort Influencer gesagt hast. Du hast es gesehen, die Hörerinnen und Hörer sehen es nicht. Ich finde das so ein furchtbares Wort. Das klingt wie eine Krankheit, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Am Ende vom Tage ist ja jeder von uns Influencer. Egal, ob er jetzt 10.000 oder 100.000 oder nur 100 Follower hat. Mhm. Wir beeinflussen, wir influenzen täglich durch alles, was wir tun. Auch wenn wir nur kurz stehen bleiben und vielleicht mit der Kassiererin im Supermarkt kurz quatschen und kurz ein bisschen scherzen mit ihr, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja auch schon Influencer, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, dieses Wort so ein bisschen behaftet, sage ich jetzt mal. Und wie du gesagt hast, da gibt es natürlich auch viel Kritik, wie immer, wenn man sich öffentlich irgendwo positioniert, wenn man irgendwo eine Meinung dazu hat oder wenn man ein Projekt macht, dann gibt es nicht nur Menschen, die das toll finden, sondern dann gibt es immer auch Kritik. Das ist ganz normal. Und da kommt auch immer wieder diese Frage natürlich, warum diese Selbstdarstellung, sage ich jetzt mal, warum diesen ganzen Fotokram und etc. Und auch das hat sich eigentlich bei mir so ergeben. Und wer auf meine Seite geht, der wird erkennen, dass es nicht um mich geht. Ja, also ja, ich stelle mich und meine Person und mein Gesicht zur Verfügung, sage ich jetzt mal. Sondern bei mir gibt es eigentlich nur ganz wenige Posts, die keine Infos beinhalten, sprich irgendwelche Tipps, wie man jetzt die Gesundheit verbessern kann zum Beispiel. Ich sage jetzt mal, werf mal den Begriff Biohacking in den Raum, also was kann man machen, um die Gesundheit zu verbessern, mit so natürlichen Mitteln wie Schlaf, Bewegung, Ernährung, da habe ich mich ganz lange damit beschäftigt. Und ja, man muss aber auch sagen, vielleicht ist Kritik ab und zu auch berechtigt und da muss man auch sagen, gut, vielleicht bin ich nicht für jeden, vielleicht bin ich einfach auch sag jetzt mal, too much, ja, für jemanden oder für manche Menschen. Und das ist total okay, weil man kann nicht nur Fans haben und man kann nicht nur Menschen begeistern, weil man sich ja auch irgendwo klar positioniert. Und dann wäre es irgendwie komisch, wenn alle einen super und cool und toll finden würden, weil dann würde man sich ja wiederum nicht klar positionieren, sondern einfach nur breit rausstreuen. Das heißt, irgendwo scheint ja auch da die Persönlichkeit durch. Und wie es halt so ist im Leben, mit manchen Menschen kommt man halt besser klar. Und mit manchen kann man jetzt vielleicht nicht so viel anfangen. Das ist dann auf der Online-Welt genau dasselbe. Der Vorteil an der Online-Welt ist aber, wenn es einem nicht gefällt oder wenn es einem nicht mehr gefällt, dann kann man immer noch auf den blauen Button klicken und entfolgen oder dann auch wieder folgen. Von dem her sage ich auch irgendwo, man soll jedem seinen Spielraum lassen und jedem seinen Playground lassen. Und wenn man sich damit identifizieren kann, cool, wunderbar, wenn man da was rausnehmen kann, umso besser. Und wenn nicht, dann findet man bestimmt jemanden anderen auch, mit dem man sich besser identifizieren kann. Also das ist nicht ganz schwarz und weiß, glaube ich, sondern es ist irgendwo so in der Mitte dazwischen. Ich finde das sehr wertvoll, was du gerade gesagt hast, zumal viele Mediziner stellen sich ja immer die Frage, was kann ich für einen Mehrwert bieten und kann ich überhaupt jemandem Mehrwert bieten und warum soll ich das tun? Das fragen wahrscheinlich nicht nur Mediziner, aber trotzdem in dem Kontext passt es ja ganz gut. Ich glaube, die Wahl zu haben, auf Social Media zu entscheiden, ob ich jemanden folgen möchte oder nicht, die habe ich ja, genau wenn ich am Tisch mit Menschen sitze, jeder möchte seine Meinung kundtun und ich habe die Möglichkeit, jemandem zuzuhören oder eben nicht. Und bei Social Media habe ich die Wahl zu sagen, ich folge dem oder ich höre mir das an und nicht.
Das würde aber auch im Umkehrschluss ja bedeuten, die Leute, die bei dir bleiben oder die bei jemandem bleiben, der auf Social Media unterwegs ist, die sind auch überzeugt von dem und die hören sich auch gerne an. Und glaube ich, deshalb sind die Follower, die da sind, auch wertvoll, wenn sie denn jetzt nicht erkauft sind oder wie etwas anderes. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das erkennt, dass man eigentlich gerade auch auf Social Media nichts Falsches sagen kann, weil es eben, wie du gerade richtig gesagt hast, deine Positionierung ist und die Leute das gut finden. Denn du gibst ja tatsächlich Ratschläge, du versuchst den Leuten Tipps mit auf den Weg zu geben, wie das Leben aus der gesundheitlichen Sicht besser gestaltet werden kann. Also ganz, ganz viele präventive Maßnahmen ja auch. Wenn du überlegst, wenn du so mal in die Richtung guckst, wo entwickelt sich vielleicht auch das Thema Medizin in der Zukunft, geht das für dich auch dahin in Richtung Prävention? Absolut. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz hinzufügen, dass auch die Social Media Arbeit meiner Meinung nach deshalb so wichtig ist, damit die Menschen auch sehen, was dahinter steckt, hinter der Arbeit. Mhm. Ja? Also gerade jemand, der jetzt vielleicht Projekte macht und Projekte umsetzt, dass die sehen, okay, da steckt wirklich viel Arbeit dahinter und das wird auch ein bisschen dokumentiert, sage ich jetzt mal. Ansonsten schafft man so ein bisschen das Bild, so ja, da schüttelt das alles irgendwie aus dem Ärmel sozusagen, der hat so viel Zeit, so wie du vorher gesagt hast. Mhm. Das war mir da auch irgendwie ganz wichtig. Tatsächlich entwickelt sich aber die Medizin auch in diesem Bereich. Ja. Jetzt gerade Thema Corona, viele Menschen dürfen bzw. müssen von zu Hause arbeiten und auch im medizinischen Bereich ergibt sich immer so mehr das Thema Online, also Online-Termine, E-Rezepte, hau mich tot, ja, alles geht so ein bisschen Richtung Online-Bereich, also man wird jetzt auch so ein bisschen erfinderisch, so. Also gerade im niedergelassenen Bereich machen viele so Termine, die man jetzt nicht direkt unbedingt lebensnotwendig persönlich besprechen muss, so wie wir beide, ja, also über Skype oder über irgendwelche anderen telemedizinischen Geschichten und da liegt schon auch ein bisschen die Zukunft, glaube ich. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine, dass irgendwie die ganze Medizin irgendwie Tele wird und I wird, das ist ja auch in der Radiologie ein Riesenthema, sondern ich glaube schon, dass der Mensch bleiben wird, weil die Menschen einfach auch zu Menschen gehen wollen und nicht zu einem Computer oder zu einem Roboter, die wollen schon von den Menschen behandelt werden, das ist so meine persönliche Meinung. Und auch die Prävention spielt natürlich immer noch eine größere Rolle. Das ist auch wieder meine persönliche Meinung, aber ich sehe halt irgendwo ein Problem im aktuellen Gesundheitssystem, nämlich da, dass wir erst dann ansetzen, wenn eigentlich schon etwas passiert ist oder oft, wenn es eigentlich zu spät ist. Und das hat mich schon ganz früh in der Ausbildung eigentlich schockiert, wie schwer das ist, jemanden, der vielleicht einen gewissen Lifestyle gewohnt ist, der jetzt, sage ich mal, 50, 60 Jahre alt ist und einfach, warum auch immer, ja, aus Grund von fehlender Information oder aus Grund von Live-Events einfach den Lifestyle, den ungesunden Lifestyle hat, den er hat, ja, dass er eben oder vielleicht nicht den Zugang hat und nicht das Wissen hat und den Zugang hat zu gesunden Lebensmitteln und nicht weiß, dass man eben nicht rauchen sollte, etc. Und so jemanden dann nach dem ersten Herzinfarkt auf einen gesunden Lifestyle zu lenken, nach 60 Jahren eben genau in dieser Lebensphase, ist sehr schwierig. Und das ist oft sehr frustrant. Deswegen ist der einfachere Weg oder der bessere Weg meiner Meinung nach, noch dann anzusetzen, wenn die Menschen jung sind und wenn sie noch gesund sind, dass man die Gesundheit auch erhalten kann, weil dann hat man auch weniger Risiko, dass man schlussendlich Krankheiten entwickelt. Natürlich, es gibt immer eine genetische Komponente, es gibt teilweise einfach eine höhere Macht, die auch mitspielt, aber Stichwort Epigenetik, jetzt einfach mal in den Raum geworfen, wir haben auch eine Macht und wir haben auch Kontrolle über unseren Körper. Welche Gedanken haben wir täglich? Welches Essen, welches Trinken hauen wir täglich in unseren Körper hinein? Machen wir Sport? Ja oder nein? Mit welchen Menschen umgeben wir uns? Machen wir Mindfulness, wie es du vorher angesprochen hast? Meditation? Das sind alles Dinge, die wir selber beeinflussen können. Und ich finde, das macht auch Mut, wenn man erkennt, okay, die Gesundheit ist nicht nur von der genetischen Lotterie und von externen Faktoren abhängig, sondern auch von mir selbst. Aber dann braucht es wieder jemanden, der anleitet, ja, ein Coach, sage ich jetzt mal, das kann man jetzt nennen, wie man will, oder ein Influencer oder was weiß ich was. Auf jeden Fall einen Gesundheitsexperten, der wieder anleitet und sagt, hey, schau mal, hier und die Möglichkeit gibt es an Sport, an Ernährung etc. Das kann man anbieten, das sind die Infos, mach das Beste draus. Glaubst du, dass du über den Weg Social Media einen oder über die Möglichkeit Social Media einen
ähnlich guten oder vielleicht sogar besseren Weg gefunden hast oder finden kannst, als also Menschen zu erreichen mit den Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, weil du sie erreichen kannst, nicht auf der Arzt-Patienten-Ebene, sondern auf der Ebene, ich folge einem Menschen, der mir vorlebt als Mediziner, als Sportler, als gesunder Mensch, der aber eben, wie ich gerade gesagt habe, auch Arzt ist, Mediziner ist, dem nehme ich die Glaubwürdigkeit, wenn er sagt, ich lebe das gut vor, anders ab, als wenn du ihn im Krankenhaus erreichst mit einem Problem, also er kommt auf der Ebene Arzt-Patienten Verhältnis zu dir und verlässt dich im Krankenhaus und du hast keinen Einfluss mehr auf ihn. Weißt du, was ich meine? Ist das einigermaßen rübergekommen? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass die persönliche Bindung schlussendlich immer stärker ist. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem, wenn ich mich hinsetze mit jemandem und eine Stunde mit ihm rede und diskutiere, dann werde ich immer mehr Impact haben auf den Menschen, wie wenn er nur kurz meine Instagram-Story ansieht. Also ich glaube, dass Real Life gewinnt schlussendlich. Mhm. Wenn es aber um die Masse geht, um die breite Masse, dann kann ich natürlich mehr Menschen mit Social Media erreichen, weil es einfach unkomplizierter ist, wenn ich dementsprechend meine Follower aufgebaut habe und meine Instagram-Story mache. Und dann ist es wahrscheinlich einfacher, 500 oder 1000 oder 10.000 Menschen, je nachdem, was für eine Reichweite das man hat, zu erreichen. Mhm. Wenn ich das in Real Life aufsetze, ja, und sage, okay, ich mache jetzt mal ein Event, wie wir es zum Beispiel bei der Visite gemacht haben, ein Poetry Slam mit 600 Menschen, diesen Aufwand, der da betrieben wird, klar, schlussendlich ist der persönliche Kontakt stärker, aber um die breite Masse zu erreichen, ist natürlich Social Media ein richtig cooles Tool, das die Menschen früher nicht hatten und jetzt haben wir es und ich finde, das ist schon auch wieder eine Pflicht, dass wir es verwenden, aber natürlich positiv verwenden und mit einer guten Intention dahinter. Wenn ich mir das angucke, was du so alles machst, gibt es für dich denn einen Weg, wo du sagst, da möchte ich mich in Zukunft hin entwickeln oder ich habe schon einen Plan für die Zukunft? Also bist du ein Arzt, der in die eigene Praxis will? Jetzt bist du gerade als Radiologe oder auf dem Weg zum Radiologen in der Ausbildung. Ist die eigene Praxis für dich eine Alternative oder willst du noch was ganz anderes machen? Bist du auf dem Weg in die Industrie oder Wirtschaft oder sonst irgendwas? Also deine Chefs hören natürlich jetzt nicht zu oder deine Krankenhausärzte, die sind ja jetzt ganz außen vor, wir sind ja unter uns hier. Das ist okay, das dürfen die auch hören. Also im Prinzip möchte ich eigentlich das machen, was ich jetzt mache, nur auf einer größeren Basis. Also ich möchte das Ganze so skalieren, dass ich einfach noch mehr Menschen erreiche und dass ich auch das auf einem höheren Level auf mir selbst mache, sage ich jetzt mal. Das heißt, dass ich mich selber einfach so weiterentwickle, dass ich die beste Version von mir selbst wäre, das, was wir am Anfang schon angesprochen haben, dass ich einfach auch noch mehr Menschen damit erreichen kann, dass vielleicht noch mehr dabei sind, die sagen, hey, das gefällt mir, da bin ich inspiriert, da bin ich motiviert, da habe ich was Neues dazugelernt. Was ich schon beobachte, ist so, dass es ein bisschen so in eine leitende Position geht. In welcher Form das jetzt sein wird, ob das im Krankenhaus sein wird, ob das in der Praxis sein wird oder ob das einfach so weiterhin geschehen wird, so wie es eh schon passiert, weil ich leite mich ja irgendwo auch selbst. Klar, man wird beeinflusst und, sage ich jetzt mal, geführt von seinen Oberärzten und von allen möglichen anderen Menschen, von Mitmenschen, von Freunden, von Wegbegleitern. Manche kommen, manche gehen. Also das ist so ein ständiges Wechselspiel und das macht auch ja irgendwie riesig Spaß, dass es so ist, wie es ist. Aber ich bin schon auch so ein bisschen jemand, der sich als Zugpferd irgendwo gerne sieht, sage ich jetzt mal. Und ich denke auch, dass es ein bisschen in diese Richtung gehen wird. Wo es dann schlussendlich hingeht, who knows? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nur irgendwie vorstellen. Aber Ziel ist einfach, dass ich mir auch selbst treu bleibe und dass ich auch meinem Grundsatz treu bleibe und einfach versuche, einfach den Menschen Infos zu geben. Und dass ich einfach, wie gesagt, das, was ich jetzt mache, auf einer möglichst ja, hohen Skala, sage ich jetzt mal, betreibe. Jetzt nicht finanziell gesehen. Finanziell ist auch immer ein Thema. Das will ich gar nicht unter den Tisch kehren. Ja, es ist wichtig, dass man finanziell stabil ist. Man sieht es jetzt gerade wieder in der jetzigen Zeit. Mhm. Aber in erster Linie stehen für mich die Menschen bzw. die Gesundheit der Menschen und dass ich da einfach möglichst viel Gutes mitgeben kann. Das ist so das Ziel.
Ich glaube, das ist sowieso eines der wichtigsten Dinge, die man für sich erkennen muss, wenn man, und da ist es ja auch klar, du hast gesagt, ganz am Anfang beschäftigt sich auch viel mit dir, dass man sich selbst treu bleibt und dann da seinen Weg geht. Und ich glaube, daraus wird sich auch immer ganz viel entwickeln, weil das ja auch ganz viel mit Spaß und Selbstverwirklichung zu tun hat. Du hast auch im Eingangsgespräch beziehungsweise auch in den Infos nochmal gesagt, wie wichtig dir die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist. Also nicht stehen zu bleiben und nicht einfach mit dem zufrieden zu sein, was ist, also mit der Ist-Situation, sondern offen zu sein für viele andere Dinge. Du hast einiges schon angesprochen. Du hast das Thema gesunde Ernährung, du hast das Thema Biohacking angesprochen, du hast das Thema Meditation angesprochen, du hast das Thema natürlich Sport angesprochen. Das sind ja auch alles Themen, mit denen du dich im Daily Med Podcast beschäftigst. Sag doch noch mal ein bisschen was dazu. Also natürlich auch da die Verlinkung und auch da die absolute Empfehlung, da mal reinzuhören, weil da viele tolle Tipps sind und auch aus der Region hier bei uns heraus mal diesen Podcast zu hören, weil man neigt ja oft dazu, immer so in seiner Welt im Döschen zu bleiben. Deshalb ist auch mal schön, über die Grenzen hinaus mal zu hören, was machen andere und welche anderen Interviewgäste kann man da noch erleben. Wen holst du in deinen Podcast und wo liegt da der Schwerpunkt? Also in Bezug zur Persönlichkeitsentwicklung ist es so, ich habe so diese verrückte Vision oder diese verrückte Vorstellung, dass irgendwann, wenn mein Leben mal vorbei ist, dass ich sozusagen an einen Punkt komme oder jetzt kann man sagen, okay, an was man auch immer glaubt, das wäre mal kurz ein bisschen spirituell, egal ob das jetzt Gott ist oder Universum oder was auch immer, ich habe so diese Vorstellung, dass ich schlussendlich meine beste Version von mir triff. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, die sieht genauso aus, wie ich bin, die redet wie ich, die hat die gleichen Habits, sage ich jetzt mal. Ja, also da stehe ich, da sehe ich mich, als ob ich in den Spiegel schaue. Die andere Möglichkeit ist, Verzeihung, die andere Möglichkeit ist, da steht jemand vor mir, den ich gar nicht kenne. Und dann sagt man mir, das ist der Mensch, den du werden hättest können, ja. Diese Sprache hättest du sprechen können, so hättest du aussehen können, so hätten deine Beziehungen aussehen können, so hätte dein Leben aussehen können. Und ich möchte einfach alles dafür tun, dass der Mensch, der mir da begegnet am Schluss, dass der zumindest so ähnlich wie möglich, so wie ich aussehe oder so wie ich mich dann verhalte oder so wie ich bin, das ist so das Ziel. Und ich möchte auch den anderen Menschen irgendwo helfen, dieses Ziel zu erreichen, zumindest auf einer gesundheitlichen Ebene. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Man kann sagen, was man will. Man sieht es jetzt wieder in der heutigen Zeit. Alles andere wird sekundär, wenn die Gesundheit nicht stimmt. Und wenn die Gesundheit nicht stimmt, dann kann man auch sein potenzielles Potenzial nicht entfalten. Das ist so meine persönliche Meinung. Und da möchte ich einfach den Menschen helfen, dass sie durch die Gesundheit einfach auch total neue Seiten an sich kennenlernen. Also jemand, wo vielleicht gar nicht geschaut hat, auf einmal erkennt, hey, ich habe viel mehr Energie. Oder ein Unternehmer, der sagt, ich habe eine Stunde mehr am Tag und das bedeutet für mich finanziell zum Beispiel noch ein viel größerer Bonus oder genau umgekehrt, ich kann jetzt eine Stunde früher nach Hause gehen und diese Zeit mit meinen Kindern verbringen zum Beispiel, oder Familie investieren. Und das ist so das Ziel dahinter, ja, dass man, also was kann ich tun, DailyMed, tägliche Medizin, was kann ich tun auf täglicher Basis, damit ich meine Gesundheit erhalte bzw. fördere. Und dann kommen eben diese ganzen unterschiedlichen Bereiche ins Spiel. Bewegung, Ernährung, Meditation. Also der Kreis schließt sich wieder, das wiederholt sich so ein bisschen. Und zur Frage, wie komme ich auf meine Gäste? Einerseits durch Empfehlungen, andererseits durch Social Media. Manchmal schreibe ich einfach blank jemanden an. Das kann dann auch mal in die Hose gehen, sage ich jetzt mal. Aber das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Risiko auch mit dabei. Also teils ist das geplant, teils sind das Empfehlungen, teils ist das einfach auch Zufall. Ja? Also ganz spannend, wie sich das ergibt. Aber ich bin mega froh, dass ich diese Menschen alle gefunden habe, dass sind auch Freundschaften daraus entstanden. Ich würde für jeden der Gäste, die in meinem Podcast sind, die Hand ins Feuer legen. Das sind alles wirklich Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet. Da ist für jeden was dabei. Es ist verständlich, es ist relativ kurz, knackig und auf jeden Fall informativ und sicher auch in der einen oder anderen Weise sehr wertvoll. Sehr schön, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich fand die Erklärung, wie du selbst dir gern begegnen würdest, wirklich faszinierend. Ich
glaube, dass das eine ganz schöne Möglichkeit ist, mal über sein Leben nachzudenken und auch immer sich wieder selbst in Frage zu stellen, wenn ich an der einen oder anderen Stelle mal den Weg verlasse, was ist denn tatsächlich, wenn ich mir irgendwann mal selbst begegnen würde. Ne? Also total spannend und auch wenn es ein bisschen spirituell ist, glaube ich, tut uns das allen gut, über dieses Thema mal ein bisschen mehr nachzudenken. Also von daher schon mal vielen Dank für diese Erkenntnis. Dominik, ich würde ganz gerne, ich gucke ja immer so ein bisschen auf die Uhr, 45 Minuten, dass wir die Zeit auch einhalten, wir sind jetzt knapp bei 40. Ich würde ganz gerne mit dir zum Schluss, ich mache eigentlich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, würde aber jetzt ganz gerne das ändern und würde ganz gerne dir 10 Begriffe nennen und würde dich bitten, dass du auf diese Begriffe spontan antwortest und du darfst einmal weiter sagen, wenn dir da nichts so einfällt oder das vielleicht etwas ist, wobei eigentlich sind die Begriffe immer sehr harmlos. Mit einem Wort oder mit einem Satz? Wie du willst. Also ich würde dich, okay. Du kannst auch gerne einen Satz sagen oder auch 3 Sätze, aber vielleicht, was dir am spontansten dazu einfällt. Wir starten einfach mal. Das Thema Freizeit. Ist für jeden unterschiedlich wichtig. Über den Begriff haben wir gerade schon gesprochen, Influencer. Ist ein Begriff, den ich nicht mag. Dann haben wir ganz kurz darüber gesprochen, das Thema Geld. Geld ist ein Gutschein, mit dem man sich Träume erfüllen kann, mit dem man Gutes und Böses machen kann und das schlussendlich immer das Echte im Menschen hervorbringt. Das heißt, ein guter Mensch wird mit Geld noch mehr Gutes machen, ein böser Mensch wird mit Geld noch mehr Schlechtes machen. Das Thema Weiterbildung ist essentiell und darf im medizinischen Bereich auf keinen Fall vernachlässigt werden. Gesundheitssystem. Muss regelmäßig überdacht und abgedatet werden. Bin ich ganz bei dir übrigens. Optimismus. Ist eine meiner Kerneigenschaften und kann einem helfen, richtig fröhlich durch den Tag zu gehen. Das Thema Prävention wird immer wichtiger und ist essentiell für ein langes, glückliches und erfülltes Leben. Mhm. Das Thema Yin und Yang, Schwarz und Weiß, Gut und Böse, also Gegensätze. Begegnet einem täglich, wenn man die Augen aufmacht. Und der letzte Begriff, Zukunftsmedizin. Wird in jedem Bereich anders aussehen, wird definitiv sehr, sehr spannend werden und ist entweder Chance oder Risiko, je nachdem, mit welchem Mindset, dass man das Ganze sieht. Dominik, ich danke dir für deine Zeit. Ich hätte dich sehr gern persönlich getroffen. Ich denke, das werden wir irgendwann nachholen. Entweder treffen wir uns in Österreich. Ich lade dich jetzt schon mal ein. Wir haben am 9. November, genau, 9. November, ich wollte gerade auf meinen Kalender gucken, am 9. November hier unser Startup-Praxis, wenn du Lust hast und irgendwie in der Nähe bist, bist du herzlich eingeladen, teilzunehmen. Vielleicht können wir mal für Zukunft auch mal darüber nachdenken und für dich mal als Speaker für die Veranstaltung gewinnen. Ich glaube, du hättest einiges Interessantes zu berichten. Und ich finde es auch super spannend, deine Entwicklung weiter zu verfolgen, weil ich glaube, dass Menschen wie du auch dem Gesundheitssystem richtig gut tun und auch einen guten Teil dazu beitragen können. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, für alle die heute mit dabei waren. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich glaube, es gibt einiges, was ihr mitgenommen habt heute aus dem Podcast. Geht auf die Seite von Dominik. Die Verlinkung gibt es nochmal in den Shownotes. Hört euch den Podcast an. Bleibt unternehmerisch und das Abschlusswort oder die Abschlusssätze würde ich ganz immer, wie immer, meinem Podcast-Gast geben. Dominik, du kannst ja den Podcast gerne mit deinen Sätzen beenden. Also erstmal vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung, jetzt auch zu dir und ich hoffe, dass es dann irgendwann wirklich persönlich klappt, auch wenn die Lage sich dann weltweit hoffentlich dann bald wieder entspannt. Und wie gesagt, ich schätze deine Arbeit, ich weiß, was dahinter steckt und finde das richtig toll, dass du das machst. Ich glaube, es braucht oder es ist immer cool, wenn es ganz viele Menschen gibt, die so arbeiten, wie jetzt du arbeitest. Und auch so ein bisschen den Zugang gibt zu verschiedenen unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Menschen. Und
ja, zum Schluss einfach vielleicht nochmal doppelt und dreifach unterstreichen, Gesundheit ist das Wichtigste. Man vergisst es viel zu oft. Jetzt ist es eh sehr präsent, eben durch die Corona-Ereignisse. Aber ich wünsche jedem, der zugehört hat, alles Liebe, alles Gute und ja, bleibt gesund.